Willkommen zurück zu einer neuen Folge South Park, direkter Kuliere Zerreißprobe. Okay. So, wir sind in der Schule angekommen und haben jetzt ein Gespräch mit Mr. M.K. vor uns. Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Okay, also ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Oh, okay, männlich, weiblich, sonstiges. Wann immer es dir passt. Okay, alles klar. Im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher, desto besser. Tja, was nehmen wir? Sonstiges. Sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? Du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und, Ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass er, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral. Oh, das wussten Sie. Okay. Also nein, gar nicht. Es ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass das S ein Junge ist, okay? Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank, okay? Wiederhören, okay? Okay, das ist meine Überraschung. Aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen. Man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? Selbst wenn es keins ist, das ist okay, total. Die Frage ist, kann man das ändern? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay, können wir das jederzeit wieder ändern, ja? Okay. Tja, jetzt müssen wir uns noch überlegen, ob wir ein Transgender sind. Nein, sind wir nicht. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Ach, wisst ihr was? Die Zeit muss sein, wir nehmen so einfach sonstiges, weil es einfach so herrlich dumm ist. Sei vorsichtig, okay? Ja. Es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist, und mit denen musst du fertig werden, okay? Also komm jederzeit wieder. Okay. Dann gehen wir wieder als sonstige. So, das haben wir abgehakt und jetzt... Lassen wir mal schauen, ob wir da hinten noch irgendwo anders lang können. Aber irgendwie kommen wir hier nirgendwo durch. Ne, wir landen mal wieder hier vorne. Okay. Die haben wir voll gelabert. Der sagt, komm morgen wieder. Okay. Hier sind wir fertig fürs Erste. Schau, schau, schau. Das ist doch sowas Geschlechtsneutrales. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Besiege die Hinterwäldler bloß, weil wir sonstige sind. Okay. Nicht so geil, aber ist ein Hinterwäldler. Was sollen die schon drauf haben? Ich bin nicht zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Jetzt aber schnell. Jetzt rastet South Park komplett aus. Finde ich gut. Immer schön politisch inkorrekt bleiben. So, Fünffahrer. Genau, das war mit unsichtbar werden. Alles klar, Bless Week. Wo ist die Leidenschaft? Lass mal dann der Turbo-Krippel-Moves hier am Start. Yeehaw! Alles okay, super crack? Yeehaw yourself! Super! Hau sie weg, Neuer! Ging mir nie besser. Okay, was machen wir denn mal mit euch?
Kann ich den irgendwie welche? Den kann ich gar keine vernocken. Ja, das würde mehr abziehen. Der brutale Schlag. Das heißt, der Hinterwäldler kriegt brutal einen in die Fresse. Du haust echt ordentlich zu. Oh, sogar Rückschuss-Kombo, weil da hinten noch ein Auto stand. Das steckst du weg. Na klar, stecken wir das weg. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Ja. Geht's, Humankind? Alles schön, alles schön. Moment mal, du bist verletzt. Möchtest du lernen, wie man Verbrauchsgegenstände verwendet? Nein, will ich nicht lernen. Weil, gleich wissen wir schon. Verbrannt. Das wissen wir schon. Ja, ich kann mit ihm nichts machen, ne? Kann ich irgendwie zerlasern? Doch, ich kann ihn zerlasern. Kleine Laserbehandlung gefällig. Warnung! Schau nicht direkt in meine fucking Laseraugen! So, kann ich jetzt mal Super Quake auch mal für irgendwas benutzen? Geil, klappt ja toll. Oh doch, kann ich. Sehr schön. Ich kann ihn auch mal verwenden, wenn ich es nicht vermasselt hätte. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Okay, Turbo-Krüppel darf auch mal. Oh, das ist so schön politisch inkorrekt, was ich hier gerade gesagt habe. Aber das muss so sein. Oh, wir können ihn ausnocken. Wir können ihm die Läuse aus der Frisur dreschen. Das machen wir einfach mal. Das war epic. Epic Speed. Oh yeah. Du schaffst das. So, kann er irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Er ist ja schon down. Na, damit schon mal nicht. Doch. Moment mal. Können wir nicht... Wenn ich Abrissbirne irgendwo benutzen? Ja, können wir. Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Ja, das Timing mit den Buttons drücken müssen wir noch ein bisschen besser lernen. So geht's manchmal selbst den Schnellsten. Oh yeah, Ultimate Power. Jena! Ach komm, das jetzt steckst du weg. Fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Da steckst du weg. Oh, wir könnten beide auf einmal erledigen. Oh yeah, Zorn des Kites. Zeit für die maximale Vernichtung. Sind wir fertig? Darauf können wir stolz sein. Oh yeah, das ist so ein geiler Special Move. Heftig. Oh, neues Artefakt mit 30 Macht. Geilomat. Das sollten wir uns doch mal gleich in die Rüstung prügeln, wa? So, Artefakte. Das Ding hat mehr Bums. Schön, schön. Wo ist es denn? Da. Oh, Ultimativkrafterholung geht runter. Aber Rückstoß-Kombo-Schaden plus 52%. Oh yeah. Rein damit. Macht 55. Läuft, würde ich sagen. Hi. So, was haben wir denn hier? Können wir ja eigentlich durch irgendwie? Nee, ne? Wobei da hinten noch Loot wäre. Was hat das mit dem Grünen hier eigentlich immer auf sich? Das weiß ich irgendwie noch nicht so ganz. Ach, ich konnte mich doch schon bewegen. Okay. Ah, hier ist eine Schnellreise. Und da hinten ist noch Zeug. Wie komme ich da ran? Ach so, aber hier lang gehen. Okay. Oh, aber einiges. Einiges drin. So, wo müssen wir hin? Ach, da müssen wir sowieso hin. Okay. Genau, zur Polizeiwoche. Genau, das heißt, wir könnten erst hier hin und auf dem Wege hier lang gehen und dann dort noch was tun. Hier müssen wir auch noch was machen. Oh, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch so viel zu tun. 10 Stück müssen wir finden. 5 haben wir erst. Und wir können auch noch gar nicht überall hin. Oh, hier ist doch noch irgendwas. Ach so, unser Haus. Unser Haus ist da.
Können wir auf den Friedhof? Schade. Wäre ich gerne hingegangen? Oh, so Zeug. Da ist noch Zeug, das will ich haben. Her damit. Was auch immer es ist. Okay. Es ist was zu spachteln. Sehr gut. Oh, hallo mein Kind. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frage jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Dein Dad hat deine Mom gefickt. Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Der Farbe blau? Oh, hey, ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Ja, genau, ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Oh no! Angriff der schwulen Priester! Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Oh, ich muss alleine gegen beide antreten. Okay, aber diese Gegner setzen langsame Attacken ein. Was du an den gestreiften Quadraten auf dem Schlachtfeld erkennst. Ja, das hatten wir schon mal. Ich muss alleine hier zurechtkommen. Das heißt, wir sollten einfach den Gastro-Schlag einsetzen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ah, oh, das mag ich. Ja, da stehst du drauf. Alles klar, da kannst du auch mehr von haben. Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Ha! Was? In Luft aufgelöst. Okay, der hat sich gerade seine Gebetskette aus dem Arsch gezogen. Alles klar, kann man mal bringen. Wie sagt man doch so schön, kann man machen, muss man aber nicht. Das heißt, ich knock dir erstmal voll einen rein. Das wohl auf die harte Tour. Oh ja, ich find's hart doch richtig geil. Gib dich der liebe Gottes hin. Alter, du bist aber aggro unterwegs, Mann. Jetzt kommt er auch noch an den Start hier. Was macht er? Was macht er? Er ist richtig auferstanden. Warte mal, der ist doch noch angewidert, ne? Den würde er mit K.O. kriegen und den zurückwerfen. Wäre nicht verkehrt, das zu tun. Oh, oh yeah. Tief einatmen. Tief einatmen, Jungs. Ich habe niemanden, dem ich Gottes Liebe geben kann. Gibst du dir doch selber. Wäre auch eine Option. Schon down. Reinheitsverbindung, Artefakt, himmlischer Anzug, himmlische Handschuhe und 21 Cent. Kann sich sehen lassen. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Macaroni-Bild? Um den Propheten anzurufen? Allmächtiger Heiler, Moment mal, da steht's, da steht's. Du hast deine erste Beschwörung erhalten.
Greife im Kampf auf das Gegenstandsmenü zu und benutze das Makaroni-Bild, um Moses zu Hilfe zu rufen. Okay, kann man mal bringen. Können wir hier noch rein? Ah, wir können hier auch noch rein. Bibel, Schrott. Ja, das kann man so bestätigen. Also ich jedenfalls. Können wir hier noch mehr mitnehmen? Irgendwie benutzen? Okay. Das links scheint wohl diese Spinnenkönigin zu sein, von der die Rede war. Okay, einfach nur mehrere Bilder. Mhm. Oh, Zugangscode für den Kirchenlagerraum erhalten. Sehr schön, aber wo ist der? Wo ist der Lagerraum? Das ist der hier, ne? Ich will da nämlich noch mal rein. Knie nieder. Vor dem Herrn. Okay, weil wir konnten nicht looten. Wir wollen ja direkt... Ui, Artefakt. Und zwar ein ziemlich mächtiges, meine ich, gesehen zu haben. Vielleicht gibt es hier noch mehr für uns. Können wir das da runterpflücken? Auch nicht. Immerhin haben wir ein Artefakt bekommen. Das ist schon mal viel wert. Und ein Crafting-Zeug. Das ist ein bisschen Weihwasser. Können wir aber nicht mitnehmen. Viel gewinnt. Oh, das ist noch so ein... Bild. Genau. Ich wähle dich. Jetzt haben wir 1 von 5. Hatten wir das schon mal. Also müssten wir jetzt 6 Stück haben. Kommen wir da oben nicht ran? Irgendwie? Können wir das da nicht irgendwie... Nee, können wir nicht. Okay, können wir das mal mitnehmen? Die Bibeln als Crafting-Zeug? Nope, aber hier ist noch was. Ein Drogenlappen. Sehr gut, braucht man. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Woher kenne ich die nur, dieses Ich erinnere, das kommt mir so bekannt vor, aber ich kann es einfach nicht zuordnen, verdammt. Ist gut, Neuer. Komm zum Kuhn-Versteck, wir sollten deinen Charakter ausbauen. Kuhn-Ende. Okay, wir sollen zurück zum Kuhn-Versteck. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir mit dem Priester hätten ein Selfie machen können. Ich gehe nochmal schnell zurück. So viel Zeit muss sein. Vielleicht können wir mit denen noch ein Selfie machen. Wir brauchen ja die Follower immer noch. Vielleicht geht das. Ja, doch, doch. Es wird angezeigt, dass es womöglich ist. Der Herr gibt und der Herr nimmt Selfies auf. Also wie wär's? Yes, es geht. Gut, dass wir nochmal schnell zurückgegangen sind. Wir zoomen uns dann nochmal schön ins Bild. Gucken allerdings ein bisschen verpeilt, einfach weil der Vater Maxi ein bisschen langweilig ist. Gott segne dich, mein Kind. Wir brauchen keinen Segen, wir brauchen nur ultimative Power, um das Chaos aufzuhalten. Was? Das habe ich gerade gedacht und nicht gesagt. Wie dem auch sei. Hey! Das stört euch gar nicht, ne? Oh. Du darfst sogar den Kopf zusammenschlagen, einfach weil es geht. Selfies wollen die nicht unbedingt machen. Ihr dann. Darfst du dir mal kurz wegschnüffeln? So, hier sollen wir ja auch noch rein. Ich glaube, dass das hier sein müsste. Nehmen. Hier war auch noch was. Okay, ein paar Chips. Schön. Sonst noch irgendwas? Nee, wir sollen mit ihm reden, oder? Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Geh nicht schon ganz durch. Ich wollte gar nicht durch, ich wollte... Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Nicht mit jedem, also mit uns schon mal nicht. Schade.
Rostiger Nagel, gut. Wollte ich haben. Sagt der Spaghettifresser zum Polacken? Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Mit Anfängern mache ich das nicht. Wer sagt denn, dass wir Anfänger sind? Verzieh dich. Das ist ja gut. Vertrau uns, wir sind die Guten. Naja, ich weiß ja nicht, ob ihr so gut seid. Können wir hier irgendwas anderes machen? Ist da oben schlingert so verdächtig. Ja, während ihr darum diskutiert, räume ich euch erstmal die Station leer. Was kann ich mit wem wir eigentlich reden sollen? Oh, wen haben wir denn da? Noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Hab ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Die würde ich wahrscheinlich auch für 2,50 bei Toys R Us bekommen. Ohne mich noch mit den ganzen Leuten darum ärgern zu müssen. Ja, ist gut, ist gut. Lass mich doch erstmal euren Donut mitnehmen hier. Oh, den konnte man wirklich mitnehmen. Das war eigentlich, sollte das nur so. Okay. Luststeigernde Trockenmilch. Alles klar, das braucht man. Das sind so eine Risse. Ist was rissig? Können wir das irgendwie... wir können es komplett aufspringen. Und finden hier... Yolanda-Perücke. Ob man die jetzt unbedingt haben muss, wer weiß. Was bringt uns das da jetzt aufzusprengen? Zumal wir da nicht hin können, oder? Oder doch? Yolanda Kleid. Okay, ein Yolanda Kleid. Okay, scheißen können wir hier nicht. Doch, können wir. Auf beiden? Tatsächlich auf beiden. 4 Sterne? Oh je. Boah. Gar nicht so einfach, beide in dieselbe Richtung zu drehen. Bis jetzt haben wir es allerdings geschafft. Man muss teilweise echt ein bisschen gucken, was muss ich denn wie drehen und was muss ich denn überhaupt drücken. Okay, das ist aber machbar. Okay, Stick zwirbeln. Das war sogar richtig. Okay, mittlerweile habe ich auch geschnallt. Man braucht nur gedrückt halten. Müssen wir etwa beide? Wir müssen tatsächlich beide machen. Ich glaube, wir haben es gar nicht geschafft eben. Okay. Das geht, das geht. Das sind nur 3 Sterne, das schaffen wir noch. Eventuell. Gott, beide Sticks hoch und runter. Gar nicht so. Ich brauche wirklich mehr Gelenke. Ich brauche 10 Finger pro Hand, um das hinzubekommen. Wäre besser. Immerhin den haben wir geschafft. Okay, wir sind hier wieder rausgekommen. Okay. Können wir den benutzen? Ah, wir können ja einkaufen. Und sogar verkaufen. Gibt's hier was Sinnvolles? Eher nicht so, ne?
Nehmen? Was können wir denn nehmen? Oh, das Ding habe ich gar nicht gesehen. Das Teil habe ich eben tatsächlich nicht gesehen. Schaut euch mal diesen Spinner an. Linkshänder-Killer-Fallakte stand da gerade. Was hier noch? Interview im Gange. Hier gibt es eine Menge Zeug zum Mitnehmen. Konfiszierte K.O.-Tropfen. Die sind ja nicht mehr konfisziert, weil jetzt haben wir sie. Wobei, wir haben sie zurückkonfisziert. Sozusagen. Nix. Okay. Können wir die auch noch leer räumen hier? Nee, irgendwie nicht so. Können wir die wegspringen? Auch nichts, oder? Nein. So, da ist ein Interview im Gange. Wir gehen aber rein, was soll's. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Hey, Kumpelchen, mach's dir gemütlich. Wir machen es uns hier auch noch gemütlich, aber beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.